Herzlich willkommen im Karl-Maria-von-Weber-Museum Dresden. Ich freue mich, Ihnen heute dieses herrliche Winzerhäuschen aus dem Jahre 1725 zeigen zu können, in dem Karl-Maria von Weber mehrere Sommermonate verbracht hat. Folgen Sie mir. Wir befinden uns hier im Herzstück des Museums, dem Arbeitszimmer des Komponisten Karl-Maria von Weber. Hier entstanden viele seiner weltbekannten Werke, darunter die Oper Euryanthe oder Abu Hassan oder Aufforderung zum Tanz, was er seiner Frau Caroline Brandt widmete. Hier in Hosterwitz verlebte Karl-Maria von Weber die glücklichste Zeit seines Lebens. Er schrieb selbst: O Hosterwitz, o Ruh! Sie finden heute hier im Museum verschiedene Exponate, die einen Einblick in Webers Schaffen und sein Leben geben. Das Besondere am Weber-Museum ist seine einmalige Atmosphäre. Hier kann man spüren, welche Luft Weber geatmet hat. Sie treten über den Boden, den auch Karl-Maria von Weber betreten hat. Sie müssen es sich so vorstellen, dass Karl-Maria von Weber mit seiner Familie in den Sommermonaten mit seinem kompletten Mobiliar aus Dresden hier nach Hosterwitz kam. Mehrere Fuhrwagen brachten Klaviere, Betten, die Kinder und eben auch die Möbel nach Hosterwitz und man lebte von April bis September in diesem beschaulichen, idyllischen Winzerhäuschen. Seine Frau Caroline Brandt, die 1826 hier den Sommer verbrachte, erhielt hier die Todesnachricht ihres Mannes und hat Hosterwitz danach nie wieder betreten. Bereits wenige Jahre nach Webers Tod wurde das Winzerhäuschen in Hosterwitz zu einer Pilgerstätte. Es kamen Literaten und andere Musiker, die sich für Karl-Maria von Weber begeisterten. Und Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Haus tatsächlich als Museum genutzt. Nach 1945 richtete man mit dem Nachlass von Mathilde von Weber das heutige Karl-Maria von Weber Museum ein. Hier im Museum finden zahlreiche Veranstaltungen statt, vor allen Dingen Konzerte, Vorträge oder auch kleine Sonderausstellungen, die sich dem Schaffen und Werk Webers widmen. Vor allem in den Sommermonaten finden diese Veranstaltungen auch im Garten statt. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie die herrliche Atmosphäre des Karl-Maria-von-Weber-Museums genießen und auf den Spuren des Komponisten wandeln.